Hallo, das ist das Chestpack aus der Waypoint Serie. Eine super Größe, damit ich alles mitnehmen kann, was ich brauche zum Fliegenfischen. Das Hauptfach mit einer Trennseite, damit ich Vorder- und Hinterseite separat beladen kann. Das Hauptfach hat genügend Platz für ein paar Fliegendosen, 2, 3, 4 Fliegendosen. Und auch viele kleine Einteilungen, damit ich schön Ordnung halten kann. Wie üblich sind Vorfachspulenhalter dabei. Kann man problemlos auch außen aufkleben. Und natürlich auch der Fliegenfett- oder Fliegenpuderhalter, auch beidseitig verwendbar. Überall hat es Stationen, um einen Retractor mit Auszug zu befestigen, damit ich ihn dort montieren kann, wie ich will. Hinter dem Hauptfach habe ich ein schlankes Fach für die Papiere oder auch eine Vorfachpochette oder irgendetwas zu verstauen. Und auf beiden Seiten ist Platz für eine Zange mit Magnethalter, damit sie nicht rausfällt, und ebenso Platz für eine Montage von einem Retractor für einen Schnurclip oder so. Das Trägersystem, super bequem, zu tragen wie ein Rucksack. Ich zeige das hier an der anderen Farbe von diesem Pack. Der Träger ist innen gelüftet, mit Schaumstoff gepolstert, und ebenso das Pack hinten ist gelüftet mit einem Netzstoff. So ist es wirklich auch super geeignet, um im Sommer zu tragen. Und super ist auch die Kombinationsmöglichkeit mit den Rucksäcken aus der Waypoint-Serie. Ich zeige mal, wie man das macht. Sehr einfach. Ich löse hier die vier Punkte. Dann lege ich das Trägersystem zur Seite. Das brauche ich im Moment nicht mehr. So, der Rucksack, je nachdem verschließe ich ihn noch oben. Und kann bequem das Pack vorne einhängen. So, jetzt habe ich die Sachen schön vor mir. Wenn ich es zusätzlich befestigen will, nehme ich einfach die beiden Hüftriemen und klicke sie ein. Jetzt bin ich perfekt ausgerüstet, um locker einen ganzen Tag fischen zu gehen. Vorne habe ich meine Ausrüstung, die ich brauche zum Fischen. Viel Freiheit zum Werfen. Und hinten packe ich Kleider, Proviant, was alles ich mitnehmen will, einfach in den Rucksack. Eine Sekunde.